Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, zu den Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter. So schön, dass du uns wieder entdeckt hast, uns zuschaust oder zulauschst, wie auch immer. Wir freuen uns auf dich und wir haben, glaube ich, noch mal ein ganz besonderes Thema heute mitgebracht für dich am Start. Ja, zur neuen Folge ein ganz neues Thema. Und zwar habe ich mich vorhin so ein bisschen zurückerinnert an einen Moment vor ziemlich genau 5 Jahren und 10 Monaten. Okay. Da saß ich mit einer Freundin auf dem Balkon, in Deutschland war das noch, da hatten wir noch das Haus in Deutschland, da war an Zypern noch gar nicht zu denken tatsächlich. Und wir saßen auf dem Balkon und es war 12 Uhr oder so. Auf jeden Fall haben wir da ganz entspannt gesessen. Wir haben Tee getrunken und haben uns unterhalten. Und ich habe ihr dann einen Post gezeigt, den ich auf Instagram damals schon gelesen habe. Und zwar hieß es irgendwie, dass du in jedem Moment eine neue Entscheidung treffen kannst, dein Leben grundlegend zu verändern. Dass jeder Moment diese Magie und dieses Potenzial enthält. Also jetzt, 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 jetzt. Jeder einzelne Moment enthält dieses Potenzial, wirklich alles zu verändern und eine Entscheidung zu treffen, für irgendwas anders zu machen. Und in diesem Post war auch eine Auflistung von Dingen, die man machen könnte, um das Ganze halt einfach begreiflicher zu machen. Was man nicht alles machen könnte, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was die Beispiele waren. Ich weiß nur noch ein Beispiel, das ich dann auch durchgezogen habe, wo ich aber auch schon länger darüber nachgedacht habe, aber es eigentlich erst machen wollte, wenn ich mit dem Abi fertig war, weil da bin ich noch zur Schule gegangen und habe mir gedacht, okay, solange ich noch zur Schule gehe, mache ich das nicht, aber wenn ich dann mit dem Abi fertig bin, dann mache ich das. Aber mich hat diese Sache so inspiriert und auch diesen Post zu lesen, mit ihr da um Mitternacht auf dem Balkon mit einer Tasse Tee den Sternenhimmel anzugucken und uns über solche Dinge zu unterhalten, hat mich so inspiriert, dass ich dann kurzerhand gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Und zwar hatte ich damals schon so schulterlange Haare, ungefähr bis hier, also diejenigen auf YouTube zuschauen, die werden es sehen, eben bis zur Schulter, und ich habe mich dazu entschlossen, in dieser Nacht meine Haare abzurasieren. Nicht einfach nur Kurzhaarschnitt, sondern ich habe mir den kompletten Schädel rasiert. Also alles von oben bis unten, vorn, hinten, kein Sidecut, kein Undercut, komplett abrasiert habe ich sie in dieser Nacht noch mit meiner Freundin. Wir haben erstmal die Küchenschere geholt, ich habe mir einen Pferdeschwanz gemacht und wir haben mit der Küchenschere erstmal eben diesen Zopf abgeschnitten, den hatte ich dann in der Hand, und dann habe ich mit dem Rasierer angefangen, wirklich komplett die Haare abzurasieren. Und wie gesagt, ich hatte das schon länger vor oder den Gedanken schon etwas länger gehabt. Mein damaliger Freund hat mich auf den Gedanken gebracht und ich habe in der Nacht gedacht, warum soll ich warten bis nach dem Abi? Ich habe jetzt Bock, das zu machen. Ich kann jetzt mein Leben verändern. Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen, die alles verändert. Das war meine Motivation. Ich bin lustigerweise in der Nacht, ich habe sogar noch geguckt letztens, es war 5:45, ich habe sie schon nach Hause begleitet, ich bin wieder zurück nach Hause gekommen, habe mich schlafen gelegt und 5:45 bin ich aufgewacht und habe gedacht, Madeleine, was hast du da gemacht? Was werden die anderen denken? Oh mein Gott, du hast ja die Haare abrasiert. Weißt du, wie lange es dauert, bis die wieder lang sind? Oder bis die wieder
einigermaßen in einer Frisur sind, die nicht kleiner Junge ruft. Und all diese Dinge, also mir sind da tausend Gedanken gekommen. Ich habe dann wieder meine Freundin angerufen und hab ihr gesagt, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ne? Und sie hat mich dann wieder beruhigt. Ich habe letzten Endes dann auch eine Liste angefangen zu schreiben. Die hing dann auch ewig lang in meinem Zimmer, warum das genau richtig war. Und da können wir wahrscheinlich nochmal eine Folge über Weiblichkeit aufnehmen, weil das war ein ganz, ganz großes Thema dann zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall ist das mit einer der besten Entscheidungen gewesen, die ich je hätte treffen können. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, du musst dir die Haare abrasieren, um dein Leben zu verändern oder um, ne? Aber mir hat es ja, zum einen hat es mir ein unfassbares Selbstbewusstsein geschenkt, diese ganze Zeit und alles, was damit zusammenhing und auch die Reaktionen zu sehen von allen, weil ich habe nicht eine schlechte Reaktion bekommen, sondern nur positive Rückmeldung, positives Feedback zu dem Ganzen. Und ich glaube sogar, das könnte so richtig der Startschuss gewesen sein zu allem, was dann so gefolgt ist. Mhm. Weil ich habe es jetzt schon öfter erzählt, dass ich ja nie so die Person war, die irgendwie so viel Verantwortung wollte oder die so richtig selbstbewusst war oder, ne, also so Klassensprecher war mir schon zu viel. Da hatte ich schon, auf sowas hatte ich schon keine Lust. Also ich habe mich eher schon im Hintergrund gehalten tatsächlich. Und ein paar Jahre später, also jetzt, habe ich eine Firma in Dubai, also führe ein eigenes Unternehmen, zeige mich ganz easy vor der Kamera, nehme mal eben so einen Podcast auf. Also mach all diese Dinge, gehe live auf Instagram, poste meine Gedanken und so. Das sind alles so Sachen, die hätte ja das damalige Ich nicht gemacht. Und das ist so unter anderem daraus entstanden, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und wie gesagt, worauf ich hinaus will, du musst jetzt nicht die Haare abrasieren, aber es sind wirklich kleine oder große oder einfache Entscheidungen, die du treffen kannst, die, also in jedem Moment kannst du eine neue Entscheidung treffen, die einfach alles komplett verändert. Eine Entscheidung reicht. Und dein Leben geht durch die Decke. Hm. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ich saß morgens an der Frühstückstheke. Wir hatten da so Küche und Wohnraum so offen. Ich saß an der Frühstückstheke, als du reingekommen bist. Und ich gedacht habe, oh mein Gott. Ja, alle haben erst mal gedacht, ich hätte die Haare hinten so zusammengemacht. Ja, ja. Und dann es war bei jedem Einzelnen so, ich habe mich gezeigt. Und dann kam erst mal so ein Blick, so ein ganz normales Hallo. Und dann noch ein Blick, so. Hm. Da stimmt doch irgendwas nicht, das ist anders. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Ich kann mich auch an die Nacht noch erinnern. Ich hätte es ja fast mitbekommen, weil ich bin nachts wach geworden und musste eigentlich zur Toilette. Und habe ich euch im Bad gehört, also habe ich Madeleine und ihre Freundin im Badezimmer gehört. Und dann habe ich gedacht, oh nee, jetzt stehst du nicht auf. Wir hatten zwar unten noch in der Etage eine Toilette und da runterlaufen noch, nee. Bin wieder eingeschlafen und... Ja, so dringend war es wohl nicht. Ja. Sonst hätte ich das ja fast noch mitbekommen und das Universum hat es verhindert. Also die Überraschung war groß. Und ich weiß auch noch, wie ich sogar im Dorf, also wir haben ja im kleinen Dorf da gewohnt im Saarland, von einigen angesprochen wurde, die gesagt haben, wow, die Madeleine, die hat so eine andere tolle Ausstrahlung entwickelt. Die hat so eine Persönlichkeit entwickelt, dass sie den Mut hatte und man sieht so ihre, eine ganz andere Ausstrahlung. Also so viele Komplimente habe ich dann auch noch empfangen und ihr weitergeben dürfen. Und das Sinnige im Grunde genommen, wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen, ich glaube, ich habe ja eigentlich damit angefangen, bin jetzt die Einzige in der Familie, die es nicht gemacht hat. Ich war mal eine Weile so unzufrieden mit meinen Haaren, wo ich dann gedacht habe, ich rasiere mir mal die Haare ab. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich die Haare abrasiere. Dann hat unser Sohn das als erstes gemacht, dann hat dein Papa es gemacht und dann du, oder war es umgekehrt? Ist ja egal, in welcher Reihenfolge, dann du und dann Markus, genau. Also ich bin die Einzige, die jetzt übrig geblieben ist, bin aber seitdem irgendwie so total happy mit meinen Haaren und erzähle mir dann, wenn der Gedanke aufkommt, auch immer mal wieder die Geschichte. In meinem jugendlichen Alter habe ich so tolle Haarfarbe noch und andere fangen an, Haare zu färben und. Also das wäre mir sowieso zu viel Stress. Ich habe kein Thema mit grauen Haaren, aber ich habe so eine tolle Haarfarbe. Wenn ich die jetzt abrasiere, ob dann nicht wohl graue Haare nachkommen? Das ist gerade so der Grund, warum ich es nicht mache.
Das finde ich spannend, ja. Also rein energetisch gesehen, Haare, energetisch gesehen, haben ganz viel mit Macht zu tun. Ja? Und wenn ich sowas dann mache, dann entblöße ich mich ja quasi mal. Und alles darf sich neu ordnen. Und das ist, glaube ich, nochmal energetisch das so gesehen, was du an Entwicklung da erfahren hast, wo dir jetzt rückblickend bewusst wurde, dass das ganz viel ein Beitrag dazu war, für alles Weitere, was dann eben auch entstanden ist. Mhm. Weil das ganze System, schwarz-weiß betrachtet, durfte sich damit ja neu ordnen. Mhm. Den Mut zu haben, die Macht loszulassen, sich dem Leben hinzugeben, damit sich es neu ordnen kann. Du, mit den Dingen, die du da aufgeschrieben hast, ich weiß auch noch, dass so eine halbe Sekunde ein bisschen Verzweiflung da war und du mir dann gesagt hast, guck mal, das habe ich jetzt ja alles aufgeschrieben, wozu es gut ist, und damit komme ich dann auch wunderbar klar. Und so konnte sich alles neu ordnen, weil du das ins Feld gegeben hast. Ja, ja. Es war, so wie du gesagt hast jetzt, so ein bisschen ja, ein Hingeben ans Leben, weil ich wusste ja nicht, was passiert. Ne? Also es hätte ja auch sein können, dass dann totaler Shitstorm auf mich hätte zukommen können oder ich irgendwas abbekommen hätte, weil ich ja eben, wie gesagt, noch zur Schule gegangen bin und wir alle wissen, wie es in der Schule auch mal vorgehen kann. Und das war natürlich auch eine Angst von mir. Und oder ich hatte viele Ängste. Ich hatte auch viel damit, also mit Weiblichkeit und so, und will mein Partner mich dann überhaupt noch, und ganz, ganz, ganz viele Ängste. Und ich habe es aber, ja, wie gesagt, trotzdem gemacht. Und es hat mir halt eben auch gleichzeitig ganz, ganz, ganz viel Macht und Selbstermächtigung doch wieder zurückgegeben. Und doch wieder eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, nehmen wir jetzt auch mal das Aussehen an sich, was ich habe halt für mich dann auch neu definiert, was ist denn schön, was ist Weiblichkeit, muss ich jemandem gefallen oder geht es vielleicht doch viel mehr darum, mir selbst zu gefallen. Also ganz, ganz viele Dinge, die damit eben in Gang gesetzt wurden. Und ich will eigentlich gar nicht mal so viel hier darüber reden, übers Haare abrasieren. Ich will nur sagen, wie krass dein Leben sich verändern kann aufgrund einer Entscheidung. Aufgrund einer einzigen Entscheidung. Und natürlich, also ich meine, das Leben ergibt sich ja aus den Entscheidungen, die wir von Moment zu Moment, von Tag zu Tag treffen. Das Leben ist ja das Ergebnis von allen Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben. Mhm. Und jetzt überleg mal, welche Entscheidung du treffen kannst, um dir das Leben zu erschaffen, für das du wahrhaftig hergekommen bist, das du wirklich willst, von dem du träumst, wo du Sehnsüchte hast. Mhm. Welche Entscheidung kannst du treffen, um deine Sehnsüchte tatsächlich zu leben? Und wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt sich hier die Haare abzurasieren und sowas Krasses in Anführungsstrichen zu machen. Aber es ist so einfach, dein Leben zu verändern. Es ist so einfach, weil du einfach sagen kannst, ich mache jetzt von heute auf morgen einfach was anders. Oder ich mache jetzt diese eine Sache, die mir schon länger im Kopf rumschwirrt. Und das kann jede Entscheidung sein, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Das ist ja ganz persönlich auf dein Leben quasi abgestimmt, was jetzt für dich die Entscheidung ist, die du triffst. Mhm. Es kann auch die Entscheidung sein, dass du sagst, hey, ich komme jetzt in Divinity oder so. Oder ich buche jetzt dieses Programm, das jetzt schon irgendwie so lange in meinem Mind rumschwirrt. Oder ich wandere halt jetzt aus oder ich kündige halt jetzt einfach oder ich starte jetzt mein Business oder ich gehe auf den Jakobsweg, was ja, auch immer. Diese eine Entscheidung, die kann dein Leben grundlegend verändern. Ja, genau. Und weil du eben gesagt hast, die jetzige Lebenswirklichkeit ist das Resultat vergangener Entscheidungen. Mhm. Vieles machen wir natürlich unbewusst, weil es erschafft sich ja niemand bewusst Herausforderungen, ja, ja, Probleme. Also es ist die Summe von bewussten und auch von unbewussten Entscheidungen. Und je mehr man sich seiner selbst, seiner wahren Macht, Größe, Stärke bewusst ist
Umso besser kann man natürlich bewusste Entscheidungen treffen, die dahin führen, wo man eigentlich hin möchte. Und jetzt mal rein theoretisch, die Dinge, wo du Idee hast, wenn alles für dich möglich wäre, also hol mal das Beispiel Auswandern, würde ich gerne auswandern. Rein theoretisch, du kannst jetzt in diesem Augenblick, wo du uns lauschst, die Entscheidung treffen, ich breche jetzt meine Zelte hier ab und bin in einer Woche sonst wo. Das geht. Ich habe in der besonderen Zeit 2020 ein Ehepaar gesehen, die innerhalb einer Woche alles aufgelöst hatten und seitdem, ob sie jetzt noch in Mallorca leben, weiß ich nicht, aber die sind ausgewandert nach Mallorca. Was draus geworden ist, weiß ich nicht, aber ich will damit nur sagen, es geht. Wir erzählen uns nur immer die Geschichten, warum jetzt was gerade nicht geht. Rein theoretisch kannst du es machen, du könntest alles verkaufen, alles jetzt im Flohmarkt, eBay, keine Ahnung was. Selbst wenn du gerade kein Geld auf dem Konto hast, würdest du das Geld zusammenbekommen, um dich in den Flieger zu setzen und nach Mallorca zu fliegen. Wie auch immer. Dass das keine leichte Entscheidung ist, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber einfach die Entscheidung treffen geht schon. Die Challenge dabei ist, es zu machen und dann auch durchzuziehen. Nur dann kannst du ja andere Resultate in deinem Leben erzielen. Und deshalb lass mal die Frage auf dich wirken. Welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, deinem Leben wirklich die von Herzen gewollte Richtung geben würde? Und sei mal ganz neugierig und radikal ehrlich zu dir selbst. Was kommt als allererster Impuls zu dir? Das, was später dazu kommt, ist wieder Bauchgefühl. Fühlt sich unbequem an. Ich spreche jetzt von Impuls. Der kommt aus der Tiefe deines Seins. Ja. Vielleicht ist es auch ein Tipp von mir oder ein Ratschlag, den ich dir in der Hinsicht geben würde, das sofort zu machen und zwar schon direkt so weit zu gehen, dass es fast schon kein Zurück mehr gibt. Mhm. Weil, also nehmen wir jetzt mal das Auswanderbeispiel. Ich kann ja jetzt einfach den Schein unterschreiben, ich wandere aus. Ich kann aber auch direkt nochmal sagen, beantragen, ich melde mich wieder an. Also, ne? Das ist ja jetzt nicht endgültig. Wir könnten jetzt auch wieder zurück nach Deutschland, werden wir nicht machen, aber wir könnten. Na, wir könnten auch diese Entscheidung wieder treffen. Das ist jetzt nicht endgültig. Mir hat es natürlich geholfen, dass diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, sehr endgültig war. Weil ich konnte die Haare nicht nochmal ankleben. Gut, ich hätte mir eine Perücke kaufen können und so. Also da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Aber die Haare waren ab. Die Haare waren einfach ab und da gab es kein Zurück mehr. Auch nicht, als ich um 5.45 Uhr aufgewacht bin und gedacht habe, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Es gab kein Zurück mehr. Ich musste da jetzt durch. Ich musste durch die Angst durch. Ich habe die Entscheidung so schnell getroffen und habe das Ganze so schnell durchgezogen, dass es kein Zurück mehr gab. Und das, was daraus entstanden ist, ist all das, was du hier hörst, was du hier siehst. Ist auch Zypern. Auch das ist der Ursprung von Zypern, vom Auswandern, vom Firmagründen, vom Traumberuf ausüben, von der unfassbaren Partnerschaft, die ich mir erschaffen habe. Weil diese Entscheidung so viel in Gang gesetzt hat, so viel Selbstbewusstsein, so viel Wunsch nach mehr und vor allem auch die Frage, was ist denn das hier alles überhaupt? Was ist denn das für ein Leben? Ich will mehr, ich brauche da irgendwie mehr. Und das war das, was mich so wirklich hat losgeschossen hat. Ja. Und deswegen vielleicht dieser Tipp gerade, wenn es da so eine Entscheidung gibt, dann triff sie. Und sag nicht, okay, ich kümmere mich nachher darum oder morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr, sondern jetzt. Ich leite jetzt diese Schritte in, wie sagt man? In die Wege. In die Wege, danke. Und geh jetzt los und mach das jetzt, sodass ich kaum noch ein Zurück habe. Mhm. Weil, und diese Impulse, das kann Angst machen. Natürlich kommen da Ängste auf, sonst wäre es ja auch nicht so eine Entscheidung und sonst würde ja auch nicht so viel daraus entstehen.
Das ist ja das große Potenzial von den Ängsten. Wenn wir da wirklich durchgehen, kann das Allerkrasseste entstehen. Denkst du, Mama hatte keine Angst, als sie ihre sichere Stelle im öffentlichen Dienst aufgegeben hat? Und hat einfach ganz easy peasy gesagt, ach ja, ich glaube, ich kündige heute mal und mach mich mal komplett selbstständig. Natürlich hat die total Angst gehabt. Mhm. Angst gehabt, also Existenzängste und vor allem, was ist denn mit der Familie? Und was ist, wenn die Familie mich verlässt und nicht mehr mit mir sein will? Mhm. So, und wenn es jetzt halt auch darum geht, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen, wenn es jetzt zum Beispiel so ein Coaching wäre, so wenn du jetzt sagst, du willst dich für Divinity entscheiden oder Divinity schwirrt dir zum Beispiel schon länger im Kopf oder auch All-Inclusive, wo halt einfach alles, dieses Transformationsjahr, was wir auch anbieten, wo es ja wirklich um alle Lebensbereiche geht, dann gilt es jetzt drum, wirklich dann auch mal auf den Link zu klicken, sich das nicht nochmal zum x-ten Mal durchzulesen, sondern jetzt wirklich drauf zu klicken und zu sagen, hier so, ich überweise das jetzt, ich starte jetzt. Egal, ob Ratenzahlung oder Einmalzahlung. Einmalzahlung bist du sofort drin, Ratenzahlung, aber du hast schon mal den Schritt gemacht. Du bist schon mal diesen Schritt dann gegangen, wo du merkst, okay, jetzt geht's nie mehr zurück. Jetzt gehe ich wirklich los. Und jetzt überleg mal, was du dem Universum damit signalisierst. Genau. Und alles andere, wenn wir ehrlich sind, das kostet so viel Kraft und Energie. Wie oft bin ich schon um Coachings rumgeschlichen? Soll ich nicht? Auf den Link geklickt, nochmal alles durchgelesen, wieder weg. Nächster Tag nochmal, abends ins Bett gegangen. Soll ich nicht? Und. Es kostet unendlich viel Energie und Kraft, bringt mich keinen Schritt weiter, habe ich mir dann irgendwann gesagt. Also sehen, Impuls, entscheiden, go, dann gibt es kein Zurück mehr. Und wie oft habe ich vor allem die Erfahrung dann auch schon gemacht, früher, wo das Mentoring, das Coaching, mit dem ich geliebäugelt habe, dann plötzlich das Doppelte kostete. Ja, dann saß ich wieder zwischen den Stühlen. Ne? Es macht keinen Sinn. Und auch wenn, dieses Wenn-Dann, erst Wenn-Dann funktioniert nicht, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Du darfst auch jetzt schon Einladung in die Energie, in die Vorstellung gehen, wie es ist, wenn du, was du erreicht hast, sagen wir nach Divinity oder nach dem Transformationsjahr, was hat sich dann alles in deinem Leben verändert? Weil damit signalisierst du dem Universum ja auch, in die Richtung geht's weiter. Ja, also. Und im Universum wird ja dann auch alles in die Wege geleitet, dass das dann wirklich Lebenswirklichkeit wird. Weil das ist ja das klarste Zeichen, dass du dem Leben und dem Universum überhaupt liefern kannst. Dass du eine klare Entscheidung triffst, die ersten Schritte auch sofort machst und nicht nochmal sagst, ah, ich kann ja nochmal einen Rückzieher machen in der Woche oder so, sondern dass du wirklich sagst, ich gehe jetzt dafür, ich mach das jetzt und dann wird alles in die Wege geleitet. Und ich kann dir versprechen, dass du dann auch nicht mehr zurück willst, wenn du erstmal weitergegangen bist und wenn es dann erstmal soweit ist. Es gibt kein Zurück mehr, aber du wirst auch nicht mehr zurück wollen. Ja, das Universum agiert auf so sensationellem Weg. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, wo es mir auch so schwer gefallen ist, eine Entscheidung zu treffen. Es ging allerdings da um einen fünfstelligen Betrag, also wirklich fünfstellig. Aber der Impuls war da, ich will das jetzt machen, das ist genau das Richtige jetzt für mich und. Und habe so mit zitternden Händen, damals musste ich nur einen Vertrag unterschreiben, mit zitternden Händen den Vertrag unterschrieben und der Kopf hat rebelliert, was machst du jetzt und, das ist dein Untergang und. Ich habe aber den Impuls gelauscht, eine Stunde später kriege ich wie aus dem Nichts die Info, dass 2500 Euro aufs Konto fließen und die hatten mich noch gefragt, was kannst du denn anzahlen? Da hat es aus mir gesprochen, naja, so 2000, also ich hatte Ratenzahlung verabredet. In dem Moment aber auch gedacht, wo sollst du denn 2000 herkriegen? Die hast du ja jetzt auch nicht auf dem Konto, also so lange liegt das schon zurück. Aber ich dachte, okay, niemand wird dir den Kopf abreißen, ich folge jetzt einfach dem Impuls. Hat man mir so gesagt, folg dem Impuls, mach jetzt einfach stumpfes Trumpf. Etwa eine Stunde später kriege ich die Info, dass 2500 Euro ein, zwei Tage später auf mein Konto fließen. Ich habe sogar 500 Euro noch gut gemacht. Das können wir nicht planen. Das ist das Leben. Das ist, wenn wir mutig unseren eigenen Weg gehen und Entscheidungen treffen.
Und das ist das, was ich meinte, dass sich das Universum so formt und alles in die Wege leitet, um deinen Wunsch zu erfüllen und um deine Entscheidung zu untermauern und dass du das dann wirklich leben wirst, wofür du dich entschieden hast. Weil letzten Endes entscheidest du dich ja nicht jetzt hier für Divinity, für irgendein Coaching-Programm. Du entscheidest dich für ein neues Leben, für ein anderes Leben, für ein neues Lebensgefühl. Das ist ja die eigentliche Entscheidung, die du triffst. Und das ist das, was das Universum wirklich dazu bringt, alles in die Wege zu leiten, um dir das zu ermöglichen. Und das ist ja auch genau das, was deine Seele sich so sehr für dich wünscht, dass du wirklich deinen Weg gehst und das lebst, wofür du hergekommen bist. Also, klick jetzt auf den Link und klick nicht nur drauf, lies es dir nicht nur durch, komm jetzt in Divinity. Mach die Überweisung, geh deinen Schritt, triff die Entscheidung und mach den ersten Schritt, sodass es kein Zurück mehr gibt und vor allem du kein Zurück mehr wollen wirst.